Hätte man mich damals gefragt, ob ich hätte Theologie studieren wollen, hätte ich das wahrscheinlich verneint. Und ich hatte auch eine ganz krasse Vorstellung von dem Pfarrer. Also irgendwie war das nur dieser Mensch, der mit dem Talar auf der Kanzel steht. Da gehört noch sehr, sehr, sehr viel mehr dazu. Also wer Spaß daran hat, selber zu denken, wer Spaß daran hat, sich selbst zu reflektieren und den Mensch verstehen zu wollen, für den ist das Studium auf jeden Fall die richtige Sache. Ich heiße Alexander Fiedler. Ich studiere evangelische Theologie mit dem Abschluss Erste Theologische Prüfung oder kurz gesagt Examen. Mein Studium ist in zwei Bereiche geteilt. Es ist kein Bachelor-Master-System, sondern ein Examen. Das heißt, es gibt ein Grundstudiumsteil und ein Hauptstudiumsteil. Und zum Ende des Hauptstudiums steht ein Examen. Da werden die großen Hauptbereiche abgeprüft in Klausurform und in mündlicher Prüfung. Und wer Pfarrerin oder Pfarrer werden möchte, da muss auch ein Vertreter oder eine Vertreterin der Landeskirche dabei sein. Und die großen Hauptbereiche sind Altes Testament, Neues Testament, Kirchengeschichte, systematische Theologie, Religionspädagogik und praktische Theologie. Die behandelt man im Grundstudium in Form von Modulen, die aus bestimmten Lehrveranstaltungen bestehen und die kann man sich schon auswählen. Je nachdem, was angeboten wird, da hat man schon eine gewisse Flexibilität. Man muss aber natürlich auch darauf achten, dass man die Module irgendwie auch voll bekommt und nicht nur Sachen studiert, für die man sich interessiert. Die Module sind eigentlich alle gleichberechtigt. Es gibt diese fünf großen Hauptmodule, die man belegen muss. Da gibt es auch gleich viele Punkte für. Es gibt aber auch noch einen großen Wahlpflichtbereich. Da sind Unterschiede vorhanden, aber jetzt auch nicht marginal. Das pegelt sich meistens immer bei 5 Leistungspunkten ein. Eine Besonderheit wäre zum Beispiel, dass man vor Studienbeginn eigentlich auch 3 Sprachen können sollte. Da aber Schulen sowas nicht mehr anbieten, wird es auch im Studium angeboten. Das betrifft das Latinum, das Hebraicum und das Graecum. Das heißt, man lernt Latein, Hebräisch und Griechisch im Studium und bekommt dafür aber keine Leistungspunkte. Es ist sozusagen nur eine Zugangsvoraussetzung. Die Kursgröße an der Fakultät variiert zwischen 7 und 30 Personen. Das heißt, es ist eher eine familiäre Situation, in der man sich vorfindet. Ist nicht so wie bei anderen Fakultäten, dass da 200 Personen in der Vorlesung sitzen. Von daher hat man schon einen sehr direkten Kontakt und es ist auch gewünscht, dass man als Studierende oder Studierender regelmäßig an den Veranstaltungen teilnimmt. Die technische Ausstattung finde ich persönlich sehr gut. Wir haben Whiteboards, arbeiten auch sehr medial mit verschiedenen Dingen, aber auch ganz klassischerweise nur mit einem Handout. Also das kann stark je nach Thema und Professorin oder Professor variieren. Angebote von der Fachschaft gibt es sehr unterschiedliche. Es wird durch die Erstsemesterfahrt der Studieneinstieg erleichtert. Es gibt auch Tutorien, wie das Tutorium für Studienorganisationen, die den Übergang vom Abitur zum Studium erleichtern sollen. Es wird auch von der Studierendenschaft werden geistliche Angebote angeboten und dazu zählen zum Beispiel Andachten. Es gibt aber auch regelmäßig stattfindende Stammtische oder auch regelmäßig stattfindende Partys an der Fakultät. Was mir besonders positiv aufgefallen ist, es gibt schöne Veranstaltungen. Eine war zum Beispiel die Frage oder Veranstaltung mit der Frage, darf Kirche politisch aktiv sein, darf Kirche eine politische Organisation sein? Und da gab es zu verschiedenen Themenfeldern verschiedene Personen, die mit da gewesen sind in der Veranstaltung, Politiker, die sich damit in diesem Themenfeld beschäftigt haben. Herausforderungen liegen, glaube ich, bei den Sprachen, die man zu Beginn absolvieren muss, aber auch bei der Bibelkunde. Das heißt, einen fachlichen Überblick, in dem man geprüft wird zum Alten und Neuen Testament. Das sind, glaube ich, große Stolpersteine zu Beginn des Studiums, mit denen man sich arrangieren muss. Und was vor allen Dingen auch eine Herausforderung ist, diesen ganzen Papierkrieg zu bewältigen mit Studienordnung, mit Modulzetteln, mit Unterschriften für Lehrveranstaltungen und das irgendwie in Einklang zu bekommen, das kann schwierig sein und herausfordernd sein. Mit dem Abschluss verbindet sich eigentlich schon ein sehr abgestecktes Feld. Wenn man evangelische Theologie studiert hat, dann ist es irgendwo darauf angelegt, entweder an einer Universität zu bleiben, um selber zu promovieren, also eine Doktorarbeit zu schreiben und dann als Professor tätig zu werden oder Privatdozent. Eine Alternative wäre, oder der ganz normale Weg wäre sozusagen, in das Pfarramt zu gehen, dass man eine Gemeinde übernimmt. Darüber hinaus kann man aber auch in die Diakonie gehen, dann ist man aber auch sozusagen ausgebildeter Pfarrer oder Pfarrerin, dann in der Diakonie entsandt. Belegt man aber zum Beispiel noch ein Parallelstudium wie Wirtschaftswissenschaften oder Journalistik oder Ähnlichen, kann man halt auch in der freien Wirtschaft tätig werden. Falls man sich dazu entscheidet, in der Wirtschaft tätig zu sein, ist es schon notwendig, dass man auch ein Begleitstudium absolviert hat, einen Bachelor in einem Fremdfach gemacht hat. Und dann werden Pfarrerinnen und Pfarrer oder Theologen sehr gern in Personalabteilungen genommen, weil wir eine sehr gute Menschenkenntnis besitzen.
Man muss aber allgemein sagen zum Studium, dass das ein sehr aufwendiges Studium ist, ein umfangreiches Studium ist und man eine sehr gute Selbstorganisation braucht und ein sehr gutes Zeitmanagement, um Privatleben oder auch vielleicht einen Job an der Universität unter einen Hut zu bekommen. Und vielleicht, wenn man dann doch abends irgendwie nochmal weggehen, ein Bier trinken gehen. Und das erfordert eine gute Selbstorganisation.